Spiel gespeichert. Oh, moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Neue Runde hier von Hi-Rise City. Feedbacks zur italienischen Übersetzung, die habe ich ja noch gar nicht drin, ist ja noch gar kein Update, wo die italienische Übersetzung mit drin ist. So, was machen wir heute Schönes? Ich werde jetzt hier nochmal ein paar Manager ansiedeln. Mittlerweile haben wir wieder so ein bisschen Platz dafür. Dann müssen wir gucken. Wir brauchen auf jeden Fall auch wieder Büros hier vorne. Gut, damit haben wir schon wieder alles weg. Ja, dann ist die Umbaugeschichte bald hier im Fokus. Ne? Wir müssen ja gucken, dass wir hier weiter mit den großen Straßen kommen. Immer noch nicht ganz so schlüssig wie. Die Raumfahrt eigentlich verlegen. Auf jeden Fall möchte ich hier jetzt ja so die neue Autoindustrie aufbauen. Und Medizinindustrie. Gerne sonst auch hier an der großen Straße direkt. Ich wollte hier versuchen, ob wir die Straße auch, die, was sind das hier, die Gutenbergstraße, ob wir die Gutenbergstraße noch gut ein bisschen breiter kriegen. Ja, zumindest wir produzieren jetzt ein bisschen mehr. Das ist ja gut, wir handeln halt, wir kaufen halt jetzt auch immer ein, wenn wir nicht genug Stahlbeton haben aktuell. Jetzt echt viele Arbeitslose und das wird wohl geschafft. Weltstadt 2. Neues Gebiet, neues Gebiet. Wäre schön, wenn ich das geschenkt bekommen würde und nicht wieder kaufen müsste. Obwohl man ja auch sagen muss, finanziell ist ja überhaupt gar kein Problem mehr. Ne? Wenn wir auf die Weltkarte gucken. Es kostet 57 Millionen, kostet das Gebiet. Titan ist vorhanden. Lithium ist vorhanden. Quarz, Eisenerz. Hier sind hammer viele Edelsteine vorhanden. Ja, ist eine ganz nette Quelle gleich hier vorne. Aber egal. Alles immer gehandelt, verkauft und so weiter und so fort. Aber klar, dadurch läuft es eben auch, ne? So, wir hatten beim letzten Mal geguckt, dass wir hier drüben ja uns wie hier noch irgendwas überlegen müssen, wie man auch hier wieder mehr Bevölkerung reinkriegt. Aktuell verteilt sich das jetzt ein bisschen neu. Über ein ganz paar Arbeitslose. Was ist denn der nächste Schritt hier? Einfach von allen wieder mehr. Außer von Ingenieuren. Ja, aber nur Weltstadt 3, 4 und 5, das ist ja nichts mehr, ne? Was das angeht, sind wir am Ende des Spiels angekommen. Und Weltstadt 3, 4 und 5 heißt, das ist ja auch total egal. Wo wollen die alle hin mit den Steinen? Wir haben doch hier eine globale Spedition. Ende hier, ne? Wegekosten.
Ich habe mir auch alles noch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Da sieht man halt, wie zufrieden, glaube ich, sie sind, ne? Also hier sind sie nicht wirklich zufrieden, dementsprechend ist es auch nicht belegt. Ein bisschen die Belegungsrate, ja, genau. Und wenn man das so sieht, müsste man theoretisch diesen ganzen Büroblock hier rausreißen, nach außen verlegen und da Wohnraum bauen, ne? Weil die sind halt sehr empfindlich, Leute hier. Aber kein Spielzeug mehr. Machen wir echt nicht, ne? 77 produzieren wir, 117 werden verbraucht. Ja, generell durch diese große Expansion auch an Einwohnern, jetzt irgendwie 300.000 Menschen mehr heute, mangelt jetzt natürlich auch an immer mehr, ne? Hier ist wieder Papier knapp, denn wenn nicht genug Bücher. Jetzt soll. Ach ja, ja, nee, ich habe jetzt auch keinen Bock auf Warentransport. Nö, nö. Ich will jetzt nochmal die Autogeschichte bauen hier. Dann können wir zumindest mal das erste, ne, produziere. Gab es nicht eigentlich auch einen Bonus, wenn wir zum. Ach nee, wir haben es einmal eingekauft, ne? Das sind auch die letzten Ziele, die es noch gibt, ne? 5000 und dann halt diese unglaublichen, also 5 Millionen Einwohner werde ich hier nicht mehr machen. Da werde ich ein anderes Spiel spielen, wo ich auch Bock drauf habe. Und 10 Milliarden, das kannst du halt laufen lassen. Dann hast du es in 2 Stunden. Aber was bringt einem das denn noch? Also ich glaube, wir sind so langsam, tatsächlich sind auch hier schon bald am Ende von High-Rise City. 5 Millionen Einwohner, wenn man an das Speichern denkt und so, das wird ja alles ein Krampf. Wir werden auf jeden Fall noch diese neue Industrie jetzt mal anfangen. So. Lithium-Tagebau machen wir ja schon. Dann brauchen wir eine Batteriefabrik. Und nach der Batteriefabrik, wir brauchen sogar 2 Batteriefabriken, können wir eine Autofabrik bauen. Dazu fehlen uns unglaublich viele Steine, um die erste Batteriefabrik bauen zu können. Die brauchen wir insgesamt 4-mal, also wir brauchen 8 Lithium im Output. Die produzieren nur 2. Die produzieren. Hier steht ja nicht 2, die 2 sind gerade am Start. Weiß ich nicht genau. Die produzieren auf jeden Fall. Platz gelassen, ne? Also hier kann man auch deutlich mehr Lithium-Dinger machen. Boah, für die Ziegelsteine. Können wir mal das ganze Ziegelsteine abholen? Die erste Batteriefabrik schon mal bauen. Neue LKW sind unterwegs, so kein Post. Ich kann sagen, ich sollte doch auch noch mal 4 Stunden gespielt haben, ne? Das haut noch nicht ganz hin, aber das kann, das sehe ich jetzt auch keine Uhr, ne? Wie lange ich jetzt heute schon spiele. Man soll auch einmal, also es ist auch eine Steam-Errungenschaft, das Spiel, glaube ich, 6 Stunden am Stück gespielt zu haben. Handel mit 10.000 Tonnen Waren jede Woche. Jede Woche, das heißt ja von Beginn an, oder wie? Ich gucke gerade nochmal die Steam-Errungenschaften, was es noch so gibt. Grüne Energie produzieren einer großen Stadt
sämtliche Elektrizität mit umweltfreundlichen Kraftwerken. Ja gut, hätte ich eine Müllkraftwerke und so hätte ich nicht machen dürfen. Letzter Meilenstein, erreiche den letzten Meilenstein. Das sind dann halt, ne, Weltstadt 4, 5, weiß ich nicht. Wohlhabend Level 5, erreiche ein Vermögen, mit dem du den Ruhestand genießen kannst. Wachstumsboom, 1 Million Einwohner in 10 Stunden Spielzeit. Da muss man schnell für sein. Obwohl ich glaube, also Spielzeit ist ja nicht hier Spulzeit. Ne? Wenn ich jetzt immer mit mal 3 gespielt hätte, hätte ich ja auch nur ein Drittel der Zeit gebraucht bis jetzt. Ne? So grob gesagt. Ein bisschen Zeit brauchen wir ihn trotzdem zum Umplanen und Umbauen. Ja, das mit dem Cowboy funktioniert ja einfach nicht. Ne? Er schließt 100 Hektar Rinderfarm. Wir haben 100 Hektar Rinderfarm, aber es wird uns einfach nicht anerkannt. Seit 50 Stunden Bürgermeister in der Stadt. Eigentlich gar nicht, wusste mein Rathaus noch. Ist ja irgendwo hier in diesem Gebiet mal gebaut, ne? Hier ist die Bank. Da ist die Bürgermeistervilla. Gut angebunden. Gebäudeeinfluss. Wird ja auch nicht richtig ein großes Rathaus. Einnahmen, Ausgaben. Gesetze. Was gibt es da eigentlich noch für Gesetze? Glücksspiel, Digga. Das bringt Hammer viel Geld, ne? Ausgangssperre für die Jugendlichen. Das hatten wir auch schon mal durchgeguckt. Können wir jetzt nochmal irgendwas machen? Reifen, Wiederverwertungsprogramm. Ja, Luft war nicht gut. Luftreinheit. Verändert den Umsatz von allen Personengruppen. Erhöht Luftverschmutzung. Was? Wieso erhöht? Erhöht Luftverschmutzung um plus 1. Steuer auf Luxusgüter. Vermögensteuer. Migrationsgesetz, Elterngeld. Bevölkerungswert wird. Aber gut, was bringt mir das? Ich habe ja keinen Platz für Bevölkerung. Keine Single-Wohnung. Wohnen dürfen nur von noch verwählen. Wohnungen dürfen nun an nur noch von Familien oder Wohnungseingemeinden bewohnt werden. Auf diese Weise wird der vorhandene Platz optimiert und mehr Menschen können in die Wohngebäude einziehen. Diese steigert die Wohnqualität. Ja. Mach ich mal. Keine Single-Wohnung mehr. Das kostet zwar hammer viel Geld, sorry, aber wenn wir jetzt 20% mehr Wohnraum haben über alles, können wir einen unglaublichen Bevölkerungswachstum nochmal kriegen. Einen unglaublichen Bevölkerungswachstum. Unbelievable, unglaublich. Dann können wir noch Elterngeld bezahlen. Guckt euch, wie die Arbeitslosenzahlen jetzt hier durch die Decke gehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin mit den ganzen Menschen. Dann brauchen wir hierfür nichts mehr machen. Also wir brauchen nichts mehr neu bauen, sondern wir müssen jetzt einfach nur noch gucken. Das ist ja krass. Geht das auch für die Türme? Ja, guck mal, da können jetzt 26.000 Menschen rein. Alter Schwede. Das ist aber next level jetzt hier. Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu heftig.
Jetzt wird das Spiel gespeichert. Ich würde sagen, jetzt haben wir hier echt 5000 Arbeitslose. 6000 eher. In dieser Region haben wir auch 6000 Arbeitslose. Jill Rizom. Vielen Dank für den Raid. Moin, liebe Leute. Seid gegrüßt zu einer Runde High-Rise CD, gerade mit einem übertriebenen Bevölkerungsschub. Wollen wir wahrscheinlich gleich erst sehen hier, ne? Was das jetzt auf einmal gleich für einen Boost gibt. Ja, also ich glaube, dann bauen wir zumindest schon mal die erste Batteriefabrik. Eine sehr dreckige Industrie, aber das, also hier haben wir schon eine große Straße. Machen wir die Rasterfang an. Ich könnte sogar gleich beide Batteriefabriken bauen. Dann machen wir das, sagen wir das. Haben wir. Ja, servus. Alpengirl, ja, seid gegrüßt. Kommt ihr von den Bergen oder was? Hier in Norddeutschland gelandet. Moin, moin. Vielen Dank für den Raid auf jeden Fall. Wo kommt ihr her? Was habt ihr schönes gespielt? Oder gemacht? Ich weiß ja gar nicht, dass ihr irgendwie gespielt haben müsst, ne? Prost auf die Neuen. Vielen Dank, moin, moin. So, gut. Was brauchen wir dann noch? Lithium und den Kupfer. Wie viel Kupfer braucht denn diese Produktionsstätte? Zwei nur. Das dürften wir überhaben. Können aber auch noch eine Kupferschmelze bauen. Black Forest Nachbarn, ja, ne? Aus dem Süden. Planet Zoo. War auch nice. Schock, das Spiel habe ich eigentlich, habe ich leider zu wenig gespielt. Bin mal damit angefangen, aber ich glaube, das habe ich sogar, nee, habe ich mit Shandy zusammengespielt, ne? So ein paar Folgen, aber glaube ich nur. Ich glaube, wir haben nur eine Handvoll Tiere gehabt. Und dann ist es irgendwie aus zeitlichen Gründen eingeschlafen. Und ich habe es auch nicht wieder aufgenommen, aus, ne, aus Gründen. So. Ja. Ich würde jetzt hier nochmal eine große Kupferschmelze hinsetzen. Wenn wir noch Ziegelsteine hätten. Ziegelsteine einkaufen. Jill versuchte sich 5 Stunden an Schlangen zu züchten. Okay. Sind die nicht nur in diesen Terrarien? Kann man überhaupt züchten? Obwohl doch, das geht. Das haben wir doch, glaube ich, auch. Das hatte ich doch auch, oder nicht? Machen die nicht auch Nachwuchs? Nur ein Männchen, ein Weibchen oder ein Männchen, zwei Weibchen oder irgendwie sowas in einem so ein Terrarium drin hast? Gab es doch irgendwann Nachwuchs oder nicht? Aber ich weiß es nicht mehr genau. Was stimmt denn eigentlich mit unserem Müll nicht? Gefühl haben wir davon eindeutig zu viel. Viel zu viel Leben und viel zu wenig Ziegel. Das ist natürlich eine ziemlich eindeutige Geschichte. Wir haben ja jetzt auch viel zu viel Arbeitslose. Bloß ausbauen, ne? Bloß ausbauen. Noch mehr Ziegeleien hier. Zack. Zack. Da hinten nochmal zack. 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 Dann müssen wir jetzt mal gucken. Könnte jetzt knapp werden mit dem Leben, aber hier ist halt nochmal zack und zack. Ne? Guck mal, ich mache immer zack, zack. Und ein Stück Straße. Hier ist sogar noch Platz für Müll. Danke für den Follow. Aber 400.000 verdient. Mit Schlangen?
Wie weit bist du denn schon mit deinem Zoo? Das ist ein neuer Spielstand oder schon richtig weit, oder? Upland Zoo ist ein nice Game auf jeden Fall. So. Ach, das ist halt ja. Da denkt man wieder so, könnte man eigentlich gut spielen. Mal damit durchstarten. Und dann weiß man wieder, ach, eigentlich hat man auch noch 27 andere Spiele, die man gut starten könnte. Wir haben schon wieder keine Elektronikbauteile. Was ist das? Wir sind doch 44. Was machen die denn? Was machen Speditionen? Globale Spedition fährt überall rum, aber ich mache einfach jetzt noch eine hier hin. Ja, Kollision mit wem? Ach, da ist. Das ist eine U-Bahn-Station. Ja, nützt ja nichts. Dann brauche ich eh noch. Also von dieser Industrie braucht man verrückt viel, ehrlich gesagt. Das ist ätzend. Na, egal. Machen wir noch eine mehr? Die sind ja eigentlich schon relativ produktiv, ne? Aber ich gönne denen nochmal Verbesserungsgebäude. Ich wollte doch die Kupferschmelze bauen. Scheiterte an den Ziegelgeschichte. Bevor nämlich diese ganzen Zulieferrohstoffe nicht funktionieren, brauche ich auch keine Autos herstellen oder medizinische hier Geräte. Das wird dann eh nicht lange funktionieren. Mit 320 Steinen, da könnten wir noch eine tiefe Kupfermine gleich bauen. Wahrscheinlich haben wir dann auch gleich wieder Quarzmangel. Auch Leute. Was mit Quarz? Wo ist Quarz? Stahl müssen wir mal verkaufen. Wieso haben wir so viel Stahl, aber kein Beton? Und Quarz haben wir auch echt zu wenig eigentlich. Das ist unsere Quarzindustrie hier, wo man meinen sollte, auch das ist noch genug, aber. Pustekuchen. Auch 500.000 Strom. Wir haben noch 1,2 Millionen Überschussstrom. Nur weil die Straße da so blöd liegt, ne? Wenn wir hier so wenig davon hinbauen. Das ist zu wenig Ressource. Das lohnt dann auch nicht mehr. Hier alles abreißen, ist alles weg an Straße, der Ecke. Du spielst seit 4 Stunden. Juhu. Trinken nicht vergessen. Trinken, Prost, Leute. 4 Stunden hier geschafft. Muss auch ein Bonus sein auch. Habe ich nicht 5 Punkte. Das ist doch eine Steam-Errungenschaft. Wieso kriege ich da nicht 5 Punkte für? Ja, ist ein Städteaufbau, genau. Gerade meine Straße, weil der gesehen, wo ich wohne, und zwar in
gerade meine Straße bei dir gesehen. Ach so, ein Birkenweg. Das ist lustig. Ach, heute mit Planet Zoo angefangen. Ja, das ist ja nice. Okay, dann muss man sich natürlich erstmal mit den Schlangen beschäftigen. So, was ist denn hier? Hier ist ja auch unendlich. Was ist denn mit den Speditionen schon wieder? Ich habe doch hier eine neue jetzt. Vielleicht soll ich dir ein bisschen mehr Reichweite geben. Ist auch noch eine Spedition. Also eigentlich sind genug Speditionen da. Was sollen wir machen? Eine neue Druckerei. Dann kriegen wir Level 4 tiefe Kupfermine und Level 4 Kupfermine. Also hier haben wir jetzt... Oh Gott, wieder einen riesigen Büromangel entstanden. Das mit der Autoindustrie können wir, glaube ich, abhaken. Gefühlt. Wird das nix. Ich glaube, solche Rohstoffe sollte man auch irgendwann einfach einkaufen. Ja, hier mitten rein so ein schönes Technologiezentrum. Hier noch ein Planungsbüro rein. Kriegen die noch alle ein bisschen Boost. Ja, so schnell kann das gehen. Jetzt haben wir wieder Büromangel. Aber Büros können wir ja den Flughafen ransetzen. Das stört ja nicht, ne? Nur ein bisschen Fluglärm da für die Büros ist egal. Das ist der Brunnerweg. Hier dürfen wir keine Leute mehr ansiedeln, weil der Flughafen zu laut ist. Also die Leute unzufrieden. Büros geht. Aber arbeiten stört der Lärm nicht. So, ich glaube, ich gehe jetzt... Weil ich es einfach nicht hinkriege, hier einen Steine-Import, oder? Steine sind auch so günstig, ich weiß nicht, warum ich das nicht einkaufe, einfach. Es fehlen 6000 Büros. Wir haben hier noch unglaublich viele Arbeitslose in dieser Region. Wir schaffen neue Arbeitsplätze. Und vor allen Dingen, das sind ja wahrscheinlich noch nicht mal, die sind ja noch nicht mal voll, oder? Ah doch, die sind jetzt voll. Jetzt nicht gedacht. Ich dachte, mit überall 20% mehr Wohnraum, dass es nicht sofort alles voll ist. Naja. Ja, heute Abend ab ca. 19 Uhr ist wieder LS22 Multiplayer zusammen auf der LF Marsch, logischerweise. Ja, so viel schon mal vorab. Die sind halt auch alle unzufrieden wegen der Luft. Aber ist deren Problem, müssen sie mit zurechtkommen. Da unten ist auch schon schlechte Luft eigentlich. Nee, guck mal, hier können wir doch noch Wohnungen ansiedeln. Aber ich will ja gar keine neuen Wohnungen. Ich will ja der Arbeitslose. Aber bis hier können wir leicht noch Wohnungen machen. Nur schon mal so als... als Idee. Ach, jetzt erkennt Steam auch meine 4 Stunden Spielzeit an. Plus 5 Forschungspunkte. Ja. Da sehe ich auch, die Folge wird auch schon wieder zu lang. Liebe Leute, wir machen eine kurze Pause. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und dann auf jeden Fall mit dem Behebung wieder von unserem Büromangel. Glaube ich, kommen wir aber hier gleich wieder ganz gut voran. Ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.